3000 Kilometer durch Namibia. Auf unserem Roadtrip wird es heiß. Atemberaubend. Und wild. Unser Roadtrip wird ein Erlebnis. Los geht's in der Hauptstadt Windhoek mit dem Mietwagen. Im Okonjati-Wildreservat suchen wir im Busch Nashörner. Und im Etosha Nationalpark wollen wir Löwen und Elefanten sehen. An der Atlantikküste in Swakopmund lernen wir den Kühlschrank Namibias kennen. Und in Sossus Vlei erwarten uns die höchsten Dünen der Welt. Von der Hafenstadt Lüderitz geht's zur verlassenen Diamantenstadt Kullmannskuppe. Und ganz im Süden wartet mit dem Fish River Canyon ein weiteres Highlight, bevor unsere Rundreise in der Hauptstadt endet. 350 Kilometer sind es von Windhoek ins Okonjati-Wildreservat, Heimat von mehr als 8000 Tieren. Vom Grenzzaun bis zur privaten Lodge dauert's noch mal eine halbe Stunde. Safaris zu Löwen oder eine Gepardenfütterung werden hier angeboten. Und auch am See gibt's schon was zu entdecken. Wir wollen Nashörner suchen. Ranger Niklas nimmt uns dafür früh am Morgen tief mit ins Reservat. Das Ganze ist nicht ungefährlich. Wenn wir jetzt durch den Busch gehen, müsst ihr immer wachsam und vor allem ruhig sein. Die Augen offen halten. Und wenn wir ein Nashorn oder Löwen sehen und ich sage lauft, dann lauft. Schaut, ob ihr einen guten Baum findet, auf den ihr raufklettern könnt. Oder setzt euch dahinter und bewegt euch nicht. Hier soll das Nashorn erst heute Morgen langgelaufen sein. Nashörner sehen zwar nicht besonders gut, hören dafür aber umso besser. Hier hat er die Nacht verbracht. In diese Richtung ist er weitergelaufen. Aber ich muss schon sagen, ein sehr gemütliches Bett. Leise tauchen wir immer tiefer in den Busch ein. Nach knapp 20 Minuten haben wir Glück. Das erste Nashorn, gut getarnt zwischen den Bäumen. Wir fahren weiter. Ob wir noch mehr Nashörner sehen? Und tatsächlich, an diesem Morgen haben wir großes Glück. Nashörner sind stark von der Wilderei bedroht. Es gibt immer weniger. Niklas wird bei dem Thema schnell emotional. Did you see how the rhino look like? Wenn du dein Kind fragst, weißt du, wie ein Nashorn aussieht, und es Nein sagt, dann kommst du hierher, machst einen Game Drive und kannst dieses Tier hautnah erleben. Was aber, wenn diese Tiere einfach sinnlos getötet werden für ein bisschen Horn? Wie willst du das einem Kind erklären? Wir lassen die Nashörner weiter schlafen und fahren 2 Stunden weiter in den Etosha Nationalpark. Hier leben die Big Five, Afrikas größte Wildtiere. Ob wir jetzt auch Elefanten und Löwen sehen? Gnus, Antilopen, und auch das Nationaltier Namibias,
Die Oryx-Antilope gibt es schon mal viele. Schneller als 60 km/h sind im Park nicht erlaubt. Aber auch das ist oft viel zu schnell. Es lohnt sich zu warten und zu beobachten. Denn plötzlich läuft der König der Tiere direkt vor uns über die Straße. Ein Löwe auf der Suche nach einem schattigen Plätzchen. Gerade zur Mittagshitze wirkt der Park wie leergefegt. Schattenplätze sind schnell belegt. An einen modernen Wohnblock aus der Großstadt erinnert dieses Gemeinschaftsnest der Webervögel. Nähert sich ein Fressfeind, hält die gesamte Kolonie zusammen und verteidigt ihren Wohnblock. Wegweiser helfen bei der Orientierung. Sie führen uns zum markantesten Merkmal des Parks, die Toscherpfanne. 130 Kilometer lang und 50 Kilometer breit ist sie sogar aus dem Weltall zu sehen. Es ist heiß, trocken und salzig. Kaum zu glauben, dass hier vor etwa 35.000 Jahren ein See war. Heute eine weiße Kruste aus Salz, auf dem fast nichts wächst. Rund um die Wasserlöcher ist das anders. Hier treffen sich die Tiere zum Trinken. Die meiste Zeit des Jahres kann man den Park auf eigene Faust bis 18 Uhr erkunden. Wer danach erwischt wird, muss mit einer Geldstrafe rechnen. Es gibt wenige Übernachtungsmöglichkeiten mitten im Nationalpark. Wir beeilen uns, um am Wasserloch des Camps den Sonnenuntergang zu erleben. Am nächsten Morgen verschaffen wir uns einen Überblick übers Camp. Hier gibt es eine Tankstelle, ein Restaurant und verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten. Wichtig, frühzeitig planen. Die Camps im Park sind oft Monate im Voraus ausgebucht. Es gibt verschiedene Chalets und Zeltplätze. Bevor es weitergeht, gönnen wir uns noch einmal das Wasserloch im Camp. Elefanten zum Abschied. Von der staubtrockenen Landschaft des Etosha Nationalparks geht's knapp 500 Kilometer in den Südwesten nach Swakopmund. Einheimische nennen die Küstenstadt am Atlantik auch den Kühlschrank Namibias. Hier ist es meist mindestens 10 Grad kühler als im Rest des Landes. Grund ist das kalte Wasser des Benguela-Stroms. Namibia war 30 Jahre deutsche Kolonie und Swakopmund ein wichtiger Umschlagplatz für Waren aus dem damaligen Deutschen Kaiserreich. Die Spuren der Vergangenheit sind heute noch zu sehen. In der Fußgängerzone reiht sich ein Souvenirladen an den nächsten. In der Nähe des Hafens gibt's Afrikas Wildtiere als Erinnerungsstück für zu Hause.
Wir sind aber abseits der Hotspots unterwegs und lernen Joseph kennen. Aus dem inneren Kern der Makalaninos bastelt er Schlüsselanhänger und schnitzt unsere Namen rein. Die deutsche Kolonialzeit ist aber längst nicht nur auf den Straßen zu erkennen. Auch Schwarzwälder Kirschtorte und Bratwurst gibt es heute noch. Und sie ist so beliebt, dass sie mittags schon ausverkauft ist, erzählt Jackie Worms. Aber es gibt noch mehr. Wir haben hausgemachte Brötchen, Brotkuchen, Wurstwaren und dann haben wir eigenes italienisches Eis, was wir auch selber produzieren. Und wir machen Lunches, Suppen, alles Mögliche. Du kannst eigentlich alles bei uns kriegen. Alles, worauf du Hunger hast. Deutsche Küche ist weit verbreitet in Swakopmund. Uns verschlägt es ins Brauhaus. Prost. Es gibt Haxe, Schnitzel und Salat. Gestärkt machen wir uns auf dem Weg. 400 Kilometer Richtung Süden nach Sossusvlei. Für viele Namibia-Reisende das Highlight des Landes. Auf dem Weg dahin werden wir in Solitär überrascht. Inmitten der kargen Wüstenlandschaft scheint nicht nur dieses kleine Kerlchen in den Genuss gekommen zu sein. Hier gibt's vielleicht den besten Apfelkuchen des Landes. Probieren ist ein absolutes Muss. Offensichtlich kein großes Geheimnis mehr, aber definitiv einen Zwischenstopp wert. Wichtig für alle, die im Süden Auto fahren, Nebenstraßen werden zu Wellblechpisten, wenn es richtig heiß ist. Auf solchen Straßen sind mehr als 50 Kilometer fast nicht drin. Deshalb früh losfahren und nicht zu lange Strecken planen. Wir erreichen eines der begehrtesten Fotomotive Namibias. Ziel jeder Wüstentour durch die Namib. Die Düne 45 ist zwischen 80 und 170 Meter hoch und damit höher als der Kölner Dom. Der Sand ist 5 Millionen Jahre alt. Diesen Sandriesen zu besteigen, kostet Kraft. Aber die Aussicht lohnt sich. Achterbahnfahrt im Wüstentaxi. Mit einer wilden Fahrt geht's durch tiefen Sand ins benachbarte Dadvlei. Die Bäume hier sind seit mindestens 700 Jahren tot. Sie recken ihre kahlen Äste in die Höhe, als ob sie beim Tanzen erstarrt wären. Mindestens 1000 Jahre hat ein Fluss Wasser gebracht, bis Dünen ihm den Weg versperrt haben. Die Bäume starben, wurden aber im trockenen Klima der Namib-Wüste sehr gut konserviert. Sechs Stunden dauert die Fahrt von Sossusvlei nach Lüderitz. Die
Kleinstadt liegt eingerahmt zwischen der Namib-Wüste und der windgepeitschten Küste des Südatlantiks. Benannt ist die Stadt nach dem Bremer Tabakhändler Adolf Lüderitz. Wir besichtigen die Stadt zu Fuß. Alles ist nicht weit voneinander entfernt. Eine Eisenbahnlinie verbindet von hier aus die vier größten Städte Namibias miteinander. Sehenswert auch die vielen Altbauten. Das Wahrzeichen der Stadt ist die Felsenkirche und gleichzeitig das höchstgelegenste Gebäude. Bucht und Hafen laden zum Verweilen ein. Die Wassertemperatur steigt auch im Hochsommer selten über 18 Grad. Für einen Badeurlaub ist die raue Küste eher nichts. Für kleines Geld gönnen wir uns einen fangfrischen Snack aus dem Meer. Frittierter Seehecht mit Pommes kostet umgerechnet nicht mal 3 Euro. Der ist klasse, der ist echt lecker. Neben den üblichen Hotels in den Städten sind in Namibia vor allem die landestypischen Gästelodges verbreitet. Oft sind sie mitten in die Natur gebaut. Wie in unserer Unterkunft in der Nähe von Kleinaus, die mitten in einem Felsen liegt. Der Tag endet mit einem Feuerwerk der Farben und einem Brei, die namibische Variante des Grillens. Alles, was wir dafür brauchen, hat uns die Küche des Restaurants mitgegeben. Befeuert wird das Brei typischerweise mit Holz des Kameldornbaumes. Am nächsten Morgen wollen wir in eine verlassene Diamantenstadt. Einmal mehr geht's durch die Namib. In der ältesten und trockensten Wüste der Welt überlebt nur, wer sich an die extremen Bedingungen angepasst hat. Dazu zählen auch Pferde, übrig geblieben vom einstigen Diamantenboom der deutschen Kolonialzeit. Über Jahrzehnte haben sie einen Weg gefunden, sich gegen Dürre, Hitze und Sandstürme zu behaupten. Die Pferde, ebenso zurückgelassen wie die Geisterstätte der Minen, die vom Sand zurückerobert wurden und für Wildwest-Atmosphäre sorgen. Kohlmannskuppe, 1910 für den Abbau von Diamanten errichtet, war früher die reichste Stadt Afrikas. 40 Jahre später gab es keine Diamanten mehr und der Ort wurde aufgegeben. Führerin Christine nimmt uns mit. Jeden Morgen führt sie hier Touristen rum. In anderthalb Stunden lernen wir das fast lebendige Bild einer deutschen Kommune in der Wüste kennen. Na, ganz am Ende der Straße bei der Zug war die Laden. Dann kriegt man die Ladenbesitzer ins Haus, die Eisfabrik, die Schlachterei. Dann kriegt man die Limonadefabrik. Dieses Gebäude, das war die Bäckerei. In den meisten Gebäuden türmt sich mittlerweile der Sand Meter hoch. Heute noch am besten erhalten ist das Haus der Ladenbesitzerin. Das hier war die Kohlmannskuppe Straßenbahn, auch bekannt als die Kohlmannskuppe Taxi. Und jeden Morgen um 6 Uhr kriegt jeden Haushalt ein halbes Block Eis für ihren Eisschrank, eine Kiste Limonade, eine Kiste Sodawasser und 20 Liter Süßwasser. Das waren alles frei. Wer den ganzen Tag hart arbeitet und nach Diamanten schürft, der will auch mal abschalten. Und gut versorgt werden. Das Krankenhaus hatte 2 Ärzte und 4 Krankenschwestern. Und unter dem Krankenhaus ist ein Weinkeller. Ein Arzt hat geglaubt, dass jeder Patient jeden Tag ein Glas Wein kriegt. Ein guter Arzt damals.
auch wenn hier längst keine Diamanten mehr zu finden sind. Kohlmannskuppe hält die Erinnerung hoch und einen Besuch wert ist dieser Lost Place allemal. Kilometer lang ist die Fahrt von der Atlantikküste zum Fish River Canyon im äußersten Süden Namibias. Hier wartet nochmal ein echtes Highlight auf uns. Vorher aber Zwischenstopp zum Tanken am Canyon Roadhouse. Heimat von Namibias größter Oldtimer-Sammlung. An den verrosteten Chevys und Fords im Garten rührt sich nichts mehr. Ihr unsterblicher Charme lebt am Roadhouse aber neu auf. Welcome to the Canyon Roadhouse, the best pit stop in the Fish River Canyon. Hier gibt's was zu essen und trinken. Besonderes Flair inklusive. Übernachten geht auch. Und wer kein Bargeld hat, sollte hier welches abholen, denn am Fish River Canyon wird der Eintritt in den Park bar bezahlt. Der Fish River Canyon ist der größte Canyon Afrikas und sogar der zweitgrößte der Welt. 160 Kilometer lang und bis zu 550 Meter tief. Wer eine besondere Herausforderung sucht, kann im Canyon auch wandern gehen. Stunden dauert der Weg zurück in die Hauptstadt, das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Namibias. Mit gerade mal 430.000 Einwohnern, aber die kleinste Hauptstadt Afrikas. Matthias Mühr nimmt uns mit auf die Kaffeekanne, so nennen die Einheimischen ihr Nationalmuseum. Ganz oben gibt's eine Bar und ein Restaurant. Von der Terrasse aus gibt's den besten Blick auf die Stadt. Windhoek ist einwohnermäßig sicher die kleinste Hauptstadt in Afrika. Wir haben hier geschätzt zwischen 360.000 bis 440.000 Einwohner. Es ist nicht dieses Vibrierende, wie man es oft in anderen Millionenstädten in Afrika kennt, sondern alles eher ruhig, entspannt. Museen, Parks und Kirchen. Die Sehenswürdigkeiten unterscheiden sich auf den ersten Blick nicht von denen beliebter europäischer Großstädte. Typisch Afrika ist das nicht gerade. Irgendwie macht Windhoek das aber auch wieder besonders. Im Stadtzentrum besuchen wir den Bahnhof. Hier scheint die Zeit stehen geblieben. Die Zugverbindungen überschaubar. Halt macht gerade der Pride of Africa, der Stolz Afrikas. Ein touristischer Luxuszug, der 6000 Kilometer quer durch den afrikanischen Kontinent fährt. Von pulsierenden Städten wie Kapstadt in Südafrika hin zu reißenden Wasserfällen nach Simbabwe. Für uns geht's weiter zu Hit Radio Namibia, einem privaten Radiosender. Hit Radio Namibia, Nachrichten. Mit Jasko Rust. Namibia hat ein Visum für sogenannte digitale Nomaden eingeführt. Soweit die Hitradio Namibia Nachrichten. Das Programm mit Jasko Rust ist im ganzen Land zu hören. Deutsch gehört zu den 11 Nationalsprachen und wird auch in der Schule unterrichtet. Für mich war es immer schon ein absoluter Traum, Radio zu machen. Seitdem mir das erste Mal jemand erzählt hat, dass man mit Worten quasi anderen Leuten Bilder in den Kopf zaubern kann. Und dass ich jetzt dann auch noch Radio in diesem wunderschönen Land machen darf, auf Deutsch, das ist einfach unbeschreiblich, dieses Gefühl. Vor allen Dingen, wir erreichen ja auch Leute im Ausland. Es ist immer eine riesige Zuhörerschaft in der ganzen Welt, denen ich dieses Land präsentieren darf. Und das ist ein absolutes Privileg. Ein Privileg war auch diese Reise für uns. 3000 Kilometer durch Namibia. In Erinnerung bleiben atemberaubende Ausblicke, ursprüngliche Landschaften und eine faszinierende Tierwelt.